Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. Ja, und jetzt nochmal noppige News hinterher. Ich habe jetzt die letzten Male keine noppigen News gemacht. Jetzt gab es aber die News über die Lego-Neuheiten. Und jetzt gucken wir uns mal wieder typisch, wie sonst auch immer, die Shops an, in denen ich immer so unterwegs bin. Und starten mit Less DIY und da gucken wir uns natürlich die Neuheiten an, nach dem Intro. Gehen wir in die Rubrik Neuheiten und gucken einmal, was da so Schönes zu sehen ist. Da haben wir ein paar kleine Sets da oben. Zum Beispiel, ich sehe gerade hier, jemand in Hamburg hat das komplette mittelalterliche Burg-Klemmbaustein-Set gekauft. Also anscheinend immer noch begehrt das Set, was ich auch gerade baue und vorhin auch komplett gekauft. Das ist heftig. Nur mal so nebenbei, ist da gerade reingepoppt. Ich habe hier einmal kleine, ich nenne sie mal Architektursets. Hier haben wir zum Beispiel Hannover, irgendwas, ein Heizkraftwerk in Linden. Dann haben wir ein Erfurt-Stadion, eine 3D-Puzzlehand aus Holz. Okay, ich habe keine Ahnung, was die da drin macht, verwirrt mich gerade. Teleskop-Schubstangen für Metall-Elektrokrane, Klemmbausteine, auch das Set hier verwirrt mich gerade. Ach so, ist irgendwie anscheinend Metallkomponenten für irgendwelche Technikgeschichten. Auch da bin ich raus, keine Ahnung. Es gibt hier ein Set, was eigentlich meine Aufmerksamkeit erhascht hat. Es gibt ja von Lego, ich habe es im letzten Video ja gezeigt, den Barad-Dur jetzt neu. Und hier haben wir dann das perfekte Gegenstück für ein paar Euro mehr. Ja, aber auch mit 13.793 Steinen. Und das Ganze von hinten nicht bespielbar, sondern zu, so wie es sich gehört, ein Display-Set in genialer Ausführung, muss man sagen. Das sieht wirklich nice aus. Also, wer ein wirklich tolles Set zum Ausstellen haben möchte, Barad-Dur, ist hier, glaube ich, ganz gut bedient. Also, das sieht echt nice aus. Schönes Teil. So, gucken wir weiter. Was haben wir noch? Wir haben hier noch so ein bisschen Mittelalter-Sachen, aber jetzt auch nicht so das, was mich vom Hocker haut. Hier Boote, da oben eine Mühle, hier unten kommen, glaube ich, Sachen, die wir schon gesehen haben, bin ich der Meinung. 100% sicher bin ich mir jetzt nicht, aber doch, ich glaube, das hatte ich euch schon gezeigt. Das fand ich nämlich ganz cool, die mittelalterliche Taverne. Ja, ich glaube, das kennen wir schon. Also nicht allzu viel, aber der Barad-Dur ist wirklich schon echt ein Hammer. Deswegen gehen wir kurz mal bei Bavier gucken, da kann ich euch auch nichts Tolles zeigen, deswegen ganz kurzer Blick darüber. So, wir sind wie immer hier in den New Arrivals bei Bavier und ja, es sind einige Europalager-Geschichten da. Ich kann momentan hier aber wirklich nichts Positives abgewinnen, weil es sind stellenweise viele alte Sets hier wieder, die ich euch schon vor Ewigkeiten gezeigt habe. Funhole. Also es fehlen mir wirklich momentan hier die Highlights. Es wird viel Altes wieder neu aufgewertet und es kommt wenig Cooles Neues, leider. Also da wirklich momentan gibt es nicht mal einen Artikel, wo ich reinklicken möchte, weil mich nichts optisch anspricht. Es ist 3 Seiten Langeweile bei den News. Jo, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, wir gehen rüber zu Blue Bricks und schauen, was es da gibt. Hier leider absolut momentan Ebbe. Jo, und dann sind wir bei Blue Bricks und da gehen wir heute nur in die Ankündigung, weil in den Neuheiten gibt es genau 4 Artikel und die seht ihr hier schon auf der Startseite. Das sind 4 Kobi-Artikel. Da glänzt Blue Bricks auch gerade durch mal absolut nichts Neues. Und wir gehen einmal hier in die Ankündigung. Und auch da leider sehr, sehr wenig coole Sachen. Wir haben hier einen Waldhüter, erinnert so ein bisschen an Herr der Ringe. Einen mechanischen 100-Füßler. Nennt man die mittlerweile 100-Füßler? Sind das nicht 1000-Füßler? Egal. Vielleicht sind die auch schon umbenannt wegen nicht politisch korrekter Fußanzahl. Dann haben wir, was haben wir noch? Modbricks mal wieder in Massen. Die finde ich wirklich cool. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe. Falls ja, müsst ihr es auch nochmal angucken, weil ich finde es wirklich cool. Wir haben hier so eine Oldtimer, so eine Back-to-the-Future-Geschichte.
Und die finde ich wirklich cool. Die kommen in so einer genialen Box hier und man hat einen normalen Oldtimer, den man in eine futuristische Variante umbauen kann. Es erinnert, finde ich, auch total an Back to the Future Teil 2, wo ja solche Autos da dann rumstehen. Ich finde die wirklich genial. Also sowas mag ich ja, wenn man so eine futuristischen ja, Fahrzeuge hat. Auch das Ding hier erinnert so ein bisschen an dieses Schwimmauto aus dem James Bond Film. Ist schon echt eine coole Sache. Die gefallen mir. Also das sind wirklich coole Dinger. Gibt es hier noch einen und Muscle Car. Und könnt ihr auch nochmal reingucken. Und ich zeige euch einmal noch, wie der aussieht. Da seht ihr ihn, wenn er halt in der normalen Variante. Und das sieht auch verdammt cool aus. Also beide Varianten sehr, sehr cool. Diese Boxen hier finde ich wirklich nice. Das ist echt, ja, kann man sich angucken. Sieht wirklich gut aus. Wir haben hier einen Reiter der Unterwelt. Ein Wolfskopf und Hirschkopf. Das habe ich ja, glaube ich, schon gezeigt. Und ja, hier gibt es was Neues von Blue Bricks Special. Eine elfische Ruine geht wahrscheinlich auch so ein bisschen Richtung Herr der Ringe, Bruchtal oder was auch immer. Was soll man dazu sagen? Ja, ich finde, das ist irgendwie nix. Also, es sieht zwar ganz gut aus, aber weiß ich nicht, wofür man das jetzt gebrauchen könnte. Vielleicht als Herr der Ringe, Diorama oder was auch immer. So, dann wieder eine Modbricks-Tankstelle. Wir haben einen Kaugummiautomaten. Und dann kommen wir zu einer Sache, die ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt habe. Und das ist nämlich dieses neue Set des Astronomen. Hat ja begonnen mit dem Leuchtturm des Astronomen, den ich wirklich optisch sehr, sehr cool fand. Dann kam das Planetarium des Astronomen, bin ich der Meinung. Das war das zweite Set. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Reihenfolge richtig ist. Das Planetarium fand ich dann nicht ganz so cool. Dann gibt es eins, da gehen wir mal kurz rein, das ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Das ist das Herrenhaus des Astronomen. Ich weiß nicht, ob ich euch das je gezeigt habe. Das finde ich ist schon optisch nicht mehr so geil. Besonders, was ist denn das hier unten? Ist das ein Monster oder komme ich nicht ganz mit, was wir da sehen. Und dann haben wir jetzt ganz, ganz neu in der Reihe das Kraftwerk des Astronomen. Und ich finde, hier erreicht jetzt so wirklich langsam von einem ersten Set, das cool startet und dann, finde ich, immer wilder und wirrer wird, enden wir hier wirklich in einer schlimmen, angeordneten Optik an Steine. Und da finde ich wirklich alles. Das Wasser, die wirre Ansicht der Steine, das Gebäude. Ich finde, es sieht aus wie ein wild aufeinander gewürfeltes Stück an irgendwelchen Sets, die man zusammengeballert hat. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Es gibt ja viele Fans von dem Leuchtturm des Astronomen damals. Den fand ich ja, wie gesagt, optisch auch noch richtig gut. Aber das jetzt hier ist wirklich mit Abstand das schlimmste Set aus dieser Reihe optisch. Das sieht wirklich nach nichts aus, ist, man kann, finde ich, nicht mal richtig erkennen, was da los ist, außer hier diese Rohre und der Kamin und also puh, da bin ich wirklich auf eure Meinung gespannt, was ihr von der, ja, von der Neuheit hier haltet. Ich finde es schwach, wirklich schwach. Das ist, ja, führt, ich weiß nicht, ob die Reihe am Ende ist, aber wenn es das Ende ist, ist es so wie bei vielen Filmen oder Serien. Ein Teil, den man nicht braucht, weil er in diesem Fall wirklich durch absolute, ich nenne es jetzt mal Hässlichkeit, punktet. Also das Set, ja, ist in dieser Astronomenreihe nicht schön. Ist meine Ansicht. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Also da bin ich echt wirklich gespannt, wie Flitzebogen, ob ich hier alleine mit meiner Meinung bin. Das sieht nicht gut aus. Jo, so, jetzt habe ich viel über dieses Set gemeckert. War ja auch neulich ein Thema, dass ich ja so viel über andere Kanäle mecker und, ne, und auch über Sets mecker. Klar mecker ich über Sets, aber ich bin halt nicht so doof und kauf sie mir, wenn ich sie doof finde und mecker dann drüber. Das ist immer noch ein kleiner Unterschied. Wenn ich ein Set doof finde, dann kaufe ich es mir nicht. Und ich kaufe es mir nicht, um jetzt damit Klicks zu generieren, um es dann schlecht zu reden. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Und deswegen kritisiere ich auch gern diese anderen YouTuber, die das machen, weil ich verstehe nicht, warum man sich Sets kauft, die man kacke findet. Also das ist, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, da geht es nicht darum, Spaß am Hobby zu haben oder sonstiges. Es geht einfach darum,
Spaß an Klicks und Geld verdienen zu haben, dass man halt Geld für die Klicks bekommt. Und deswegen kritisiere ich diese YouTuber. Und da ja, mache ich auch keinen Hehl daraus. Es ist einfach nicht meine Art. Ich finde Sets doof, ja, aber ich kaufe sie mir nicht. So, das, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Auch wenn ich dafür vielleicht Klicks kriegen würde, wenn ich das Ding jetzt in der Luft zerreiße. Aber es bringt mir ja erstens keinen Spaß und Spucken, hässliches Set zu bauen. Und zweitens, ja, was habe ich davon, wenn ich den ganzen Tag nur negativ über irgendwas rede, worauf ich gar keinen Bock habe? Also das ist wirklich eine Art von Content machen, der für mich keinen Sinn ergibt, weil ich möchte irgendwie Spaß haben an dem, was ich tue. Und Spaß habe ich nicht, wenn ich irgendwas Kacke finde. Also das ist, nur um das nochmal zu erklären, warum ich das manchmal kritisiere, was diese YouTuber da, ja, weiß ich nicht, aufstellen und es kann jeder natürlich anders sehen und jeder kann das gut finden oder sonst wie, aber ich wollte es einfach nochmal erklären, warum ich diese bestimmten Kanäle einfach, ja, immer wieder mal kritisch anspreche, weil ich es einfach nicht verstehe, warum man so einen Mist filmt, wenn man es doof findet. Also, egal, es ist nur nochmal zur Erklärung. So, viel Gerede, jetzt sind wir aber auch schon durch, weil es gibt keine mehr Highlights. Momentan ist es leider auch so, dass ich auch nicht viel gut reden kann. Mein Highlight ist momentan die Burg von Sir Percival, weil das ist wirklich ein Oberhighlight. Und es gibt wahrscheinlich Sets, die Spaß machen, klar, aber mich spricht momentan nichts an. Ich vermisse ein bisschen die Zeit, wo wirklich coole Sachen gekommen sind, so wie irgendwie diese Last of Us-Sets, wo dann so ein defektes Zombie-Gebäude kam oder eine coole, richtig cool aussehende Fischerhütte oder irgendwas. Im Moment fehlt mir das so ein bisschen. Da kommen mir zu wenig geniale Sachen. Es sind mir zu viele Kriegsflugzeuge, es sind mir zu viele Kriegsboote, es sind mir zu viele schlecht designte Sets, wie hier diese Modbricks-Geschichten. Ich meine, das soll eine Tankstelle sein. Das sieht vom Weiten aus wie keine Ahnung. Das kann man nicht mal erkennen. Also, das ist der Punkt, warum ich momentan dann manchmal in den News wirklich sehr negativ bin, weil ich gerade kaum Sets sehe, die richtig cool sind. Und ja, das ist momentan so meine Ansicht. Es kommen ein paar coole Sachen, auch von Lego. Jetzt sehr ein paar coole Sachen. Die sind mir dann aber dann doch stellenweise viel zu hochpreisig, um sie mir zu kaufen, um zu bauen. Und bei den günstigen Alternativen ist momentan, auch ja nicht günstig, aber halt aus dem chinesischen Raum, ist momentan Less DIY für mich der Favorit, weil da wirklich coole Mocs unterwegs sind, wo noch ja Liebe reingesteckt wird, auch wenn die hochpreisig sind. Aber ich kaufe mir lieber ein hochpreisiges Set, was richtig geil aussieht, als ein hochpreisiges Set von Lego, was mittelmäßig aussieht oder wo man sagt, ja, es ist gut gelungen, aber also. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich wollte das nur noch mal erläutern. Jetzt denke ich mal, werdet ihr wahrscheinlich alle wieder gelangweilt sein. Deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden. Und lasst gern trotzdem einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar, besonders was ihr von den Astronomen-Kram haltet. Und ein Abo natürlich, habe ich jetzt vergessen. Ne? Egal, Abo, Kommentar, Daumen. Und ja, habt ein schönes Wochenende. Jetzt bin ich wirklich raus. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.